Nur ganz kurz. Nachdem heute die Polizei einen Gegenstand, einen Koffer gefunden hat, auf einer Wiese vor dem LPT, der dort auf magische Weise hingekommen ist und laut Polizei den Anschein erwecken sollte, gefährlich zu sein. Und nachdem es Schmierereien auf dem Firmenschild der LPT im Redderweg gegeben hat. Wir sind 100% die Guten. Wir sind nicht die Täter. Die Täter für alles, was passiert, sind die Mitarbeiter und die Leiter und die Besitzer des LPT. Die sind 100% die Täter für alles, was passiert. Wir sind 0% die Täter, was bedeutet, wir wollen, dass es auch so bleibt. Das heißt, wir lassen uns auch nicht provozieren und wir beschädigen nichts und wir geben niemandem den Anlass, das 100% positive Bild der Masse von Menschen, die sich für die Tiere einsetzen, und das 100% positive Bild von Friedrich Mühlen und der Soko Tierschutz zu beschädigen. Denkt dran, 100% Täter ist Familie Löschner und sind die Mitarbeiter des LPT und vielleicht noch Lieferanten und Zulieferer. Aber das ist nicht unser Niveau. Es bringt nichts, wenn wir anfangen, Bombenattrappen auszulegen, Schilder zu beschmieren, sonstige Sachbeschädigungen zu begehen, nachts da herumzustalken. Alle diese Leute beim LPT sind vom Gesicht her bekannt. Lasst diese Täter beim Bäcker erkannt werden. Lasst sie beim Metzger erkannt werden. Lasst sie, falls sie denn in die Kirche gehen, beim Sonntagsgottesdienst erkannt werden, als Täter. Aber wir sind keine Täter. Wir wollen Tiere retten und wir wollen nicht das gefährden, was Soko Tierschutz und Friedrich Mühlen bisher mit uns gemeinsam als großes internationales Team erreicht haben. Das wollte ich nur kurz loswerden.